Unsere nächste Station ist die Familie Kastner, Wolgogumberg, wo wir alles zum Thema Rind, Milch und Grünland zeigen. Wir befinden uns hier am Stand der Kremstaler Landtechnik. Bei mir ist der Herr Gundendorfer. Ein gesunder Wettbewerb schadet nie. Auch wir Landwirte brauchen beim Maschineneinkauf Vergleichsmöglichkeiten. Die Kremstaler Landtechnik mit Sitz in Micheldorf stellt auch, wie gesagt, hier aus. Vielleicht stellt sie euch kurz vor, welche Produktpalette das ihr habt und ob sie euch auf irgendwas spezialisiert habt vielleicht. Ja, wir sind die Kremstaler Landtechnik mit Sitz in Micheldorf. Wir haben schwerpunktmäßig Grünland mit den Kronemaschinen, Traktorpalette Dickmob mit New Holland und Lindner und mit den Kleingeräten sind wir mit Ewi stark vertreten. Wir sind drei Leute in der Werkstätte, also als Ausgelernte, zwei Lehrlinge, einen im Ersatzteilverkauf und zwei Leute im Außendienst, die was direkt vor Ort bei den Bauern sind. Direkt auf der B138 neben der Bundesstraße, Bahnhofstraße 8 in Micheldorf. Genau, da wissen die Landwirte in Zukunft, wo sie sich hinwenden dürfen. Ganz genau. Danke für dein Gespräch. Danke. Wir befinden uns hier am Milchviehbetrieb in Gumberg, der Familie Kastner, vor dem Stand des Maschinenrings. Bei mir ist der Geschäftsführer Strassmeier Gottfried. Gottfried, darf ich dich fragen, ihr habt ja euch am Maschinen, also euch am Sitz des Maschinenrings Kremstal-Windisch-Gasten in Wartberg. Wir haben vorher schon mal gehört, dass viele Maschinen überbetrieblich eingesetzt werden. Du als Geschäftsführer kannst mir sicher ein paar Eckdaten zum Maschinenring sagen und auch euch eine Einsatzgebiete. Ja, gut, und es ist so, der Maschinenring Kremstal-Windisch-Gasten hat 1100 Mitglieder im Bezirk Kirchdorf und wir haben einen landwirtschaftlichen Umsatz von 2 Millionen Euro. Das heißt, in diesem Umsatz arbeiten die Bauern mit den großen Maschinen stark zusammen. Und da ist eigentlich zu sehen, dass die teuren Investitionen, das Zusammenarbeiten ganz ein wichtiger Punkt ist. Das ist das eine, dass wir in der Agrarwirtschaft zusammenarbeiten. Wir haben aber auch Betriebshilfe, die Arbeitskräfte, Sozialeinsätze, wo zusammengearbeitet wird in der Landwirtschaft. Und wir haben auch weitere Standbeine in der Landwirtschaft geschaffen, im gewerblichen Bereich, nämlich für Maschinenring Service, wo wir die Garten- und Landschaftspflege, Gestaltung machen und Winterdienst. Baumpflege und solche Sachen. Und wir haben aber auch MR-Personal, wo wir die Landwirte und Leute anstellen, anmelden und in Gewerbe und Industrie auslassen und dort fix einen Job verrichten lassen über MR-Personalleasing. Ja, das sind eigentlich unsere Hauptdienste, Dienstleistungen, die wir vom Maschinenring Kremstal-Windisch-Gasten da bei uns im Bezirk machen. Und den Maschinenring gibt es eigentlich in ganz Österreich. Wir sind einer von über 90 Maschinenringe in Österreich. Danke für die Auskunft und einen guten Tag heute für dich. Wir danke. Befinden uns jetzt am Milchviehbetrieb der Familie Kastner. Robert und Heidi, danke, dass wir bei euch sein dürfen. Robert, du bist begeisterter Kronefahrer. Wir befinden uns jetzt vor einer deiner Maschinen, einer Bünke-Press. Kannst du uns ein bisschen was über deinen Betrieb erzählen? Naja. Was soll man großartig erzählen? Es ist so, wir bewirtschaften mit gesamten Pachtflächen ca. 30 Hektar Milchviehbetrieb mit 40 Milchkühen plus Nachzucht. Ernteketten haben wir selber, das heißt, es wird gemäht mit eigenen Maschinen, Kreisel, Schwott und Presst. 50% circa werden Heuballen und 50% Silageballen. Ja, ansonsten gibt es noch irgendwelche Fragen? Danke.
Bitte. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen an einen Geschäftsführer der Firma Kronen, Neumeier Bert, du bist der eingesessene Wartberger. Wie wir gerade gehört haben, der Robert hat deine Gerätschaften im Einsatz. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Gut, der Robert ist eigentlich schon Kunde von uns seit fast 15 Jahren oder gut über 10, 15 Jahren fast. Anfang hat es, glaube ich, mit einem Schwader einmal vor etlichen Jahren und alles einfach, glaube ich, von der Arbeitsqualität überzeugen können. Hat ihm gefallen, die Gerätschaft. Und so ist eigentlich jedes Jahr oder alle zwei, drei Jahre wieder eine neue Maschine dazugekommen. Bis zum letztes Jahr dann auch nochmal die neue Mähkombination von 8 Meter Arbeitsbreiten dazugekommen ist und mittlerweile seine sämtliche Grünlandernte-Kette mit Kronenmaschinen bestreitet. Das hat, freut mich natürlich als Wartberger, wenn man in der Nachbarschaft einen Top-Kronenbetrieb auch hat und den auch präsentieren kann. Und das gefällt mir natürlich auch ihm gegenüber, weil er mit der Arbeitsqualität der Maschinen, die die abgeliefert Arbeit, was die Maschinen machen, auch zufrieden ist. Danke. Nachdem die Wartberger Hofrast die Wösermescher fast in Schatten steht, was Landmaschinen betrifft, was gibt es bei der Firma Krone Neuigkeiten am Markt? Gut, ich glaube, dass das so eine Veranstaltung mit der Wösermesse nicht konkurrenzieren braucht und auch nicht umdreht der Fall ist. Es ist, glaube ich, für den Besucher, glaube ich, ganz interessant, weil er wirklich Maschinen so in praxisnahe sieht er auf einer Messe nie, das sieht er immer das im Rampenlicht, immer wo irgendwelche Beleuchtungen und Spots auf Maschinen gerichtet sind. Und da sieht man wirklich praxisnahe Geräte und das, glaube ich, macht das so eine Veranstaltung so irrsinnig interessant und irrsinnig attraktiv. Neue Geräte werden wir heuer auf der Wösermesse erstmals im November sehen und wie gesagt, da gibt es natürlich wieder neue Häcksler Maisernte-Geräte von uns, was folgt, auch eine neue Schwadergeneration. Wie gesagt, also gibt es wieder Neuigkeiten bei Krone, da bleibt das Rad natürlich nicht stehen. Dann freuen wir uns schon, dass wir eure Maschinen dann auf der Wösermesse sehen und ich sage danke. Wir sind jetzt am Stand der Gmundner Molkerei, wo es eine Produktverkostung gibt. Was spricht denn für die Qualität der Produkte der Gmundner Molkerei? Unsere hochwertige Qualität. Wir haben sehr viele Auszeichnungen für unsere Käse gekriegt. Wir haben Weltmeister, wir sind Käsekaiser, also und es ist auch regional. Unsere Milch wird, bekommen wir von oberösterreichischen Bauern. Und deswegen glaube ich, dass es regional ist und einfach ein gutes Produkt ist. Das werden wir jetzt testen. Wir lassen das jetzt ein wenig verkosten. Da haben wir eine Sorte. Da haben wir einen Traunsteinkönig, der ist Käsekaiser 2013 geworden und ist Weltmeister 2006. Mhm. Und jetzt möchte ich die Herrschaften bitten, damit dass sie unseren Käse mal probieren, ob er auch so gut ist, dass er Weltmeister geworden ist. Und was sagen Sie dazu? Schmeckt's? Ja, der schmeckt mir sowieso. Mhm. Alles sehr gut. Ja, sage ich ja. Also die Qualität ist überprüft worden, sehr eindeutig als positives Zeichen. Ich bin mir sicher, der hat den Weltmeistertitel verdient und jetzt probiere ich es selber auch noch. Ja, wirklich ganz lecker. Erstklassige Qualität. Danke. Wir sind da beim Butterschäcken. Die Kinder machen ein Schlagobers am Butterkugel und da muss man kräftig schütteln. Ich befinde mich jetzt an dem Stand der Seminarbäuerin Erika Kerbel. Erika, du bist spezialisiert auf Milch, weil du selber einen Milchviehbetrieb daheim hast. Erika, wie ist denn das? Ich stehe jetzt vor einem Milchregal oder vor einem Fleischregal. Wie erkenne ich denn, woher das Produkt kommt? Da kannst du schon fast in einen Dschungel begeben und wir probieren das jetzt einfach, ob wir da einen Durchblick finden. Wir haben da jetzt zum Beispiel einen Flackenstein. Jetzt sagen wir mal, wir gehen bewusst in der EU einkaufen. Zum Beispiel viele Leute glauben,
wenn ich einen Obstgarten nehme, der ist aus Österreich. Das ist an sich richtig, weil die erste Zulassung, und die sieht man beim Strichcode, beim EAN-Code, 1991 ist. Und das heißt, dieses Produkt wurde das erste Mal in Österreich zulassen. Das heißt aber nicht, dass das in Österreich erzeugt wird. Es kann, aber muss nicht. Sondern wenn man da auf das Genusstauglichkeitszeichen schaut, das ist ein ovaler Kreis, da steht DE. Oder so. Und das heißt, es wird in Bayern abgeführt zum Beispiel. Also das kann ich davon ausgehen, dass das kein österreichisches Produkt ist. Gudrun, möchtest du nur irgendwas wissen, was du anschauen möchtest? Ja, vielleicht schauen wir uns einfach so eine Paula-Kuh an, die was bei den Kindern so beliebt ist. Die Paula, die Kuh, die lieben die Kinder. Es gibt eine schöne Werbung dazu. Und wenn man schaut, wir haben schon gesehen, wenn man auf das Genusstauglichkeitszeichen schaut, dann sind wir auch in Deutschland. Sage ich es an sich nicht schlecht. Aber wir sind in Österreich und wenn wir patriotisch sind, dann kauft man vielleicht eine österreichische Sache. Und da gehört vielleicht die Paula hinter dazu, aber nicht immer. Genau. Und weil wir ja in Österreich genauso gute Produkte haben, schauen wir uns das jetzt an, wie das ausschaut, wenn das Produkt aus Österreich kommt. Wir kommen jetzt von der EU zu Österreich. Wir haben da einen ganzen Tisch mit österreichischen Produkten. Lauter tolle Produkte, die sie die Konkurrenz nicht scheuen brauchen. Aber Erika, woran erkenne ich die jetzt? Die erkennst du an den Siegeln. Und es gibt einen sehr großen Siegeldschungel. Und dass wir das ein bisschen runterreduzieren, haben wir es auf ein paar Sachen beschränkt, wo ihr dann wirklich wisst, dass das typisch Österreichisches ist. Das Typischste ist das Ammergütesiegel. Und das Ammergütesiegel sagt aus, dieses, da ist, das ist aus Österreich. Das Nächste, was wir nehmen, ist das Gute von Österreich oder Gutes aus Österreich. Das ist die Bauernhofgarantie, das ist das Siegel für die Direktvermarkter. Und die Direktvermarkter, die können dabei haben nur diese Flagge. Und zwar, wenn das ein Direktvermarkter ist, ein Bio, dann braucht er dieses EU-Logo dazu. Wenn es ein konventioneller ist, dann hat er das allein. Und dann haben wir noch das AMA-Bio-Siegel, wie es mittlerweile heißt, das muss auch dieses EU-Blatt haben. Dieses EU-Blatt findest du auch bei den schwarzen Siegeln, aber es muss immer Österreich, wenn AT unten steht, dann ist es Österreich. Und die Verarbeiternummer, dieses Genusstauglichkeitszeichen, das sagt aus, dass die Hygienevorschriften auf diesem Betrieb erfüllt worden sind. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, wo das Produkt herkommt. Nein, das sagt nichts aus. Das heißt nur, so wie das jetzt ist, die Genusstauglichkeit und die hygienischen Vorschriften, wo das abgeführt worden war in Österreich. Ich brauche nur eins für die vorher genannten Siegel, was ich euch gezeigt habe oder was ich dir gezeigt habe, dass es wirklich so 100% Österreich ist. Nehmen wir uns einfach ein Produkt einmal her und schauen uns das an. Genau, das schauen wir uns jetzt an, wie das dann am Produkt ausschauen kann. Wir haben jetzt passend zu der Hofrasse im Wartberg eine gemundene Milchbacke und eine gemundene Vollmilch. Also es muss immer die Bezeichnung drauf sein, was drinnen ist. Wir haben da Vollmilch mit 3,5% Fett und wenn wir das Backerl drehen, dann haben wir da den Strichcode, den EAN-Code. Das heißt, die erste Zulassung mit 90 ist in Österreich passiert. Dann haben wir da das AMA-Gütesiegel, das heißt, das ist eine österreichische Milch. Und dann haben wir da den Genuss, das Genusstauglichkeitszeichen. Da steht oben AT 40138 EG. Das ist das Zeichen von der gemundenen Molkerei oder die Nummer von der gemundenen Molkerei, besser gesagt. Dann muss noch stehen, wer das abgefüllt hat und wie viel das drinnen ist. Das ist ein typisches Produkt. Erika, das war jetzt gescheit interessant. Man sieht, man muss doch ganz genau schauen, dass man wirklich weiß, was drinnen ist und wo es herkommt. Aber ich für mich persönlich werde das nächste Mal ein bisschen genauer schauen, damit ich wirklich nur zu Österreich greife und mir nichts anderes untergejubelt wird. Thank you.
Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen interessanten Einblick in das Leben der Landwirtschaft geben und es hat Ihnen gefallen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.